Die meisten Menschen, die zu uns kommen, stehen ganz am Anfang ihrer Unternehmensreise, am Anfang ihrer unternehmerischen Aktivität. Sie haben meistens ein Ziel, was noch nicht ganz genau festgelegt ist und in Zahlen vielleicht noch nicht ausgedrückt werden kann, nämlich das Ziel, ein tragfähiges Unternehmen, eine Existenz aufzubauen, wo sie all ihre privaten Lebenshaltungskosten nach Steuern und Kosten, also betrieblichen Ausgaben, entnehmen können. Das wird gefördert, das wollen die meisten und in der Regel kommen sie zu uns und wollen den nächsten Schritt gehen. Der nächste Schritt ist bei den meisten, dass sie genügend Kapital bekommen, um die ersten Monate zu überleben, um vielleicht aber auch überhaupt das Ladengeschäft, die Unternehmensgründung mit den Anfangskosten, mit den Eintrittskosten, Marketingkosten auch finanzieren zu können. Hierzu ist meistens ein Finanzplan und ein Businessplan erforderlich und dann wird alles bewilligt, alles genehmigt, Sie haben das Geld und stehen auf der anderen Seite. Nur dann geht es erst richtig los. Dann kommen viele, viele kleine Punkte, Täler, Gebirge, Hindernisse, Menschen, Herausforderungen, Schranken, die sich schließen oder die sich öffnen. Und dann ist es wichtig zu wissen, dass wir als X-Group dich nicht nur begleiten können beim ersten Gang über die Brücke, also der Business-Finanzplanerstellung, sondern wir wissen ganz genau, was danach kommt. Es sind in der Regel immer wieder die gleichen Themen. Du brauchst sofort deine steuerliche Zulassung, die Finanzbuchhaltung, steuerliche Meldungen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es das rechtliche Thema. Nicht nur deine AGB, Datenschutz, deine Verträge. All das ist genauso relevant wie die ersten Wachstumsmaßnahmen auch zu überleben und zu finanzieren. Der Marketingkonzept ist niemals fertig. Und in der Regel vergessen die meisten überhaupt ein solides grundlagenorientiert aufzubauen, sprich also USPs genauso herauszuarbeiten wie den Kundenavatar und damit die Positionierung sicherzustellen. Genauso wie es Wachstumsprojekte gibt, gibt es aber auch Krisen, die es zu durchschreiten gilt, zu überleben gilt, wo das Unternehmen umgebaut wird, verändert wird. Und wenn diese Krisen überlebt sind und du weiter wächst, brauchst du mehr Mitarbeiter, Geschäftspartner, Lieferanten, Innendienst, Außendienst, vielleicht Fachpersonal. Das alles sind Themen, die auf dich zukommen, bis du tatsächlich auch ein tragfähiges Unternehmen dauerhaft nachhaltig aufgebaut hast. Aber damit ist noch längst nicht alles am Ende. Wenn du nicht bis 60, 70, 80 oder 90 Jahre in deinem Unternehmen selbst tätig sein willst, dann stellt sich die Frage der Nachfolge des Unternehmensverkaufs. Wir haben aber auch schon Gründer, die einen Exit mit 30, 40 oder Mitte 40 anstreben, sprich also das Unternehmen lukrativ verkaufen wollen. Auch hier brauchst du Kenntnisse zum Thema Unternehmensbewertung, wie du den richtigen Nachfolger in der Firma extern findest und wie du diesen Verkaufsprozess gestaltest. All diese Themen, die ich dir heute genannt habe, die du hier siehst, die findest du abgebildet im Beraterpool, im Beratungspool, im Kompetenzpool der X-Group. Bedeutet also, wir begleiten dich sicherlich gerne bei kleinen oder großen Finanzierungen und Startprojekten von Unternehmen und Startups, aber wir haben auch die Expertise und die kompetenten Berater an Bord, dich durch alle Prozesse, die relevant sind, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf dich zukommen werden, auch zu begleiten und vielleicht sogar vorher schon vorzubereiten. All unsere Berater, Spezialisten, Experten, Rechtsanwälte, Steuerberater sind seit Jahren überprüft. Das heißt, sie sind mit uns seit langem in der Beratung. Wir kennen diese Dienstleister persönlich und können dir deshalb mit gutem Gewissen sie auch weiterempfehlen. Also buche jetzt auch gerne ein kostenfreies Erstgespräch, das nicht nur Finanzplan, Businessplan, Finanzierung oder kleine Pitchdecks oder Marketinggespräche zum Ziel hat und zum Zweck hat, sondern wir begleiten dich bei der X-Group auf deiner gesamten Unternehmerreise. Und wenn du dafür Unterstützung brauchst, wenn du mehr wissen willst, dann buche jetzt ein kostenfreies Erstgespräch. Und nach dem kostenlosen Erstgespräch können wir gemeinsam herausfinden, nicht nur welche Fördermittel es vielleicht gibt, die am Anfang die Beratung zu 50% oder 100% fördern können, sondern wir können dann, wenn wir dich langfristig begleiten, auch in einem Jahresrahmenplan ein Angebot machen, wo die Preise deutlich günstiger sind. Dein Vorteil ist, du sparst viel Zeit, dir all die Dienstleister-Experten zusammenzusuchen. Du sparst auch viel Zeit dabei, unangenehme Erfahrungen nicht machen zu müssen. Und du sparst viel Zeit dabei, weil wir dir unterm Strich günstige Angebote machen, wenn wir all diese Themen auch gemeinsam abbilden. Egal, wie du dich entscheidest, ich wünsche dir viel Erfolg auf deiner Unternehmerreise. Würde mich aber freuen, wenn du dich für uns entscheidest und jetzt das kostenfreie Erstgespräch buchst. Dein Daniel Schäfer.